You have to make a difference between liquid. Democracy is a concept, liquid feedback is a program we use. Der Punkt ist, dass jeder sich selbst entscheiden kann, wann er teilnimmt an einer Diskussion, wann er teilnimmt an einer Abstimmung und wann er delegiert, wann er sich repräsentieren lässt. I have an account and I can, there are areas like money and social and environmental issues and all these areas and I can participate, I can do everything, I can bring in initiatives, I can vote or their polls and I can say, okay, you should change this and should change that. I can do that everywhere. But it has an ability, I can say, I have no idea, sorry. Die Erfahrung zeigt, dass im Laufe eines Antragsprozesses, das heißt in der inhaltlichen Arbeit, sich weniger Menschen beteiligen, nämlich die Experten, die Interessierten, die Informierten. And many people, at least in Berlin and also on the federal level, say, I delegate to persons who I think know more than me, who are better, more competent, which makes that the lines of delegations flow along the lines of competence. So you have persons with many delegations in one area and no delegations at all in other areas. And they are really heavy weight in like environmental. But they have no delegations in economics. So economics is somebody else. Wenn es dann aber um die konkrete Entscheidung geht, sich sehr viel mehr, das heißt 10-mal, 20-mal mehr Menschen beteiligen, das heißt, der einfachere Teil im demokratischen Prozess, nämlich die Entscheidung zu treffen, nach einer Meinung zu handeln, der wird auch von sehr viel mehr Leuten direkt wahrgenommen. As soon as it goes controversial, they all lose delegations, because when it's controversial, everybody says, oh yeah, I need to care about that. And suddenly it's direct democracy. Das heißt auch, dass die Experten nicht immer gewinnen müssen. Das heißt auch, dass die eine oder andere Expertengruppierung, die sich besonders hervorgetan hat, in der Abstimmung nicht unbedingt die Mehrheit haben muss. Beteiligung muss nicht immer am Staat sein. Beteiligung muss nicht stattfinden an Gesetzgebungsverfahren und an Parlamenten, an Verwaltungen, sondern Beteiligung sollte jedem zustehen. Das heißt, jeder, der sich berufen fühlt, eine Idee zu entwickeln für die Gesellschaft, sollte um Beteiligung werben können. Und dafür braucht man neutrale Plattformen, dafür braucht man demokratische Freiräume. Und diesen demokratischen Freiräumen tragen wir Rechnung, indem wir in einem Online-Tool, das wir verwenden, eben keine, nicht wie bei einer Urabstimmung, Entscheidungen zur Wahl stellen, sondern Entscheidungen sich erstmal entwickeln lassen, Optionen sich erstmal entwickeln lassen, bevor sie zur Wahl gestellt werden. Wenn man Neues denken will, wenn man innovativ sein will, und das hat sich in der Vergangenheit gezeigt und das wird sich auch mit dem Internet nicht anders zeigen, braucht man Einzelgruppen, die stark zusammenarbeiten, die sich gegenüber der Mehrheit, der Gemeinschaft profilieren, die ihre Ideen nach vorne bringen. Und damit arbeitet Liquid Democracy. Liquid Democracy, so wie wir es implementieren mit Liquid Feedback, arbeitet auf Grundlage der Erkenntnis, dass innovative Ideen nicht aus einer kollektiven Intelligenz heraus entstehen, sondern von Einzelpersonen, die sich gegenüber der und kleinen Gruppen, Innovatoren, könnte man sagen, gegenüber der Mehrheit durchsetzen, durchgebracht werden. Und das transparent zu machen, das nachvollziehbar zu machen und das so zu machen und auf eine Plattform zu heben, die für alle neutral zugänglich ist, das heißt für alle gleich zugänglich ist, das ist die Aufgabe, die wir vor uns sehen. We took the initiative, the thing, the proposal of the left party, put it into our Liquid Feedback system. The Pirates of Germany said, yeah, we want that, was like 86%. And so we told them, say, so many votes for, against, abstained. Okay, the pirate faction, the pirate group votes for it. This has never been done before in a parliament in Germany. The important thing is not what happens if the MPs of the other party understands. The interesting question is what happens if the members of the left party start understanding that the members of the pirate party were allowed and able to vote
about initiative of a proposal of the left party, but the members of the left party aren't. And then they will start demanding democracy in their own party.